Horoskop Steinbock, Februar 2023. Dieser Februar kann für Vertreter des Zeichens Steinbock sehr schwierig sein. Es ist so, weil es wahrscheinlich mit Enttäuschungen beginnen wird, überdenken, versuchen, Dinge im Leben zu ändern. Und es betrifft sowohl Männer als auch Frauen, die dieses Tierkreiszeichen repräsentieren. Mit anderen Worten, machen Sie sich bereit für die schicksalhafte amerikanische Achterbahn, weil dieser Monat sehr ängstlich und störend sein kann. Und vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren. In der Zukunft wartet auf Sie viel neue und interessante Informationen. Horoskop Steinbock Februar 2023 sagt den Vertretern dieses Tierkreiszeichens zunächst die Enttäuschung an sich voraus. Wenn Sie auch ein Steinbock sind, dann müssen Sie wahrscheinlich in diesem Zeitraum über Ihre Existenz und die Richtung nachdenken, in die Sie sich bewegen. Sie mögen in Ihrem Leben enttäuscht sein und anfangen, das Schicksal und sich selbst zu beschimpfen. Aber glauben Sie mir, es wird keine Früchte tragen. Sie sollten es besser aufsaugen und versuchen, Ihr Leben zu verändern, damit das gut für Sie wäre. Zuerst versuchen Sie, sich zusammenzureißen. Aber für denjenigen, die spirituelle Harmonie erreichen können, sagt das Horoskop eine schnelle Anpassung an das neue Leben und einen guten Start in das Jahr voraus. Beruf und Finanzen. Für die meisten Vertreter eines solchen Sternzeichens wie Steinbock wird sich in Bezug auf die berufliche Aktivität viel ändern. Zum Beispiel kann sich die Wahrnehmung der Aktivität selbst zuerst ändern. Man kann erkennen, dass man nicht das tut, was man tun möchte, aber man kann sogar darüber nachdenken, Perspektiven und Ziele, Umfang und Arbeit im Allgemeinen zu ändern. Der Februar kann sehr gut und erfolgreich sein. Das Glück kann Sie zu einem unerwarteten Anstieg, einer Einkommenssteigerung oder was auch immer führen. Im zweiten Monat 2023 können Sie zu alten Projekten zurückkehren, die nie abgeschlossen werden könnten. Und was mehr ist, dieses Mal, indem Sie sie übernehmen, können Sie es bis zum Finale schaffen. Was das Geld betrifft, ist hier alles sehr schwierig. Wie Sie vielleicht erkannt haben, werden Sie das berufliche Horoskop Steinbock Februar 2023 Förderung oder einige Erfolge in Bezug auf Einnahmen haben. Andererseits können Sie viel verlieren, insbesondere für Ihre eigene Schuld, etwas Teures kaufen oder einfach nicht sparen. Versuchen Sie besser, Geld nicht für teure Anschaffungen zu verschwenden. Streiten Sie sich nicht mit Geld, geben Sie sich keine Chance, das Leben zu genießen. Schließen Sie Ausflüge in Restaurants und teure Einrichtungen aus. Geld nur für das Notwendige auszugeben. Leihen Sie niemandem Geld, kostenlos oder ohne Zinsen. Liebe und Beziehungen. Besonders erlebnisreich wird Februar für Steinbock-Frau sein. Bereiten Sie sich auf ein Treffen vor, das Sie lange nicht erwartet haben. Vielleicht wird es Sie zuerst verletzen, aber dann wird es einfacher. Warum? Ja, wahrscheinlich können Sie jemanden treffen, mit dem Sie viel früher unterbrochen wurden. Sind Sie besorgt? Angst vor alten Schmerzen? Nicht. Die Chancen stehen gut, dass dieser Mann alle Ihre Wunden heilen kann und nicht mehr dieselben Fehler macht, die Ihre Beziehung zu ihm zerstört haben. Das Liebeshoroskop Steinbock Februar 2023 empfiehlt, Ängste loszuwerden und zu versuchen, den früheren Schmerz zu vergessen, insbesondere im Zusammenhang mit Beziehungen und Liebe. Versuchen Sie, alles zu vergessen und einfach zu genießen, was ist oder noch passieren kann. Viel schwieriger wird den Familie Steinbockmann sein. Februar 2023 könnte der schwierigste Tortur sein. Steinbockmann kann anfangen, Gefühle für andere Frauen zu haben, nebenbei in einen Roman einzutauschen und zu betrügen. Und wenn das passiert, wird die Familie zerstört werden. Geben Sie nicht nach, versuchen Sie sogar die Chance zu widerstehen, jemanden zu treffen. In diesem Monat werden Sie vom Schicksal auf die Probe gestellt. Lass es Ihnen nicht brechen. Gesundheit Horoskop Steinbock Februar 2023.
Was die Gesundheit betrifft, sagt das Horoskop Steinbock Februar 2023 nichts Vernünftiges und Verständliches voraus. Sie können Probleme mit Ihrem Nervensystem oder Verdauungstrakt haben, aber Sie können sie auch vermeiden, indem Sie sich an die Regeln eines gesunden Lebensstils halten. Wenn möglich, ruhen Sie sich aus, arbeiten Sie nicht zu viel, gönnen Sie sich etwas mehr Ruhe und seien Sie nicht nervös bei kleinen Problemen. Und versuchen Sie auch, mit Menschen um Sie herum in Konflikt nicht zu treten. Es ist unnötig zu riskieren und an eigenen Nerven zu zehren.